Moin Moin und willkommen zurück auf Stoß bei Coaching. Heute im dritten Teil der Serie über Pressure Defense Konzepte. Worüber möchte ich heute mit euch reden? Und zwar über Pressures. Wir sind endlich da angekommen, was viele auch unter Pressure verstehen, nämlich den Blitzen. Und nicht nur, aber hauptsächlich einen speziellen Fokus darauf gelegt, wenn ich bestimmt viele Anzahl von Menschen in Pressure setze, dass ich dann auch nur noch bestimmte Dinge mit der Coverage machen kann. Aber auch, welche verschiedenen Konzepte gibt es denn da überhaupt in 4, 5 und 6 Mann Pressures? Also, was haben wir da? Wir gehen also zuerst in zum Beispiel eine Front, die von sich aus, wie auch schon im Vorwege erwähnt, eine Attack Defense ist, also von sich aus schon viel Druck ausübt. Aber dann können wir da eben zum Beispiel hier in dem Fall einen direkten Blitz ausüben und das führt dann automatisch zu einer Foreman Pressure. Ein Beispiel dafür an dieser Stelle. Ein weiteres Beispiel dafür ist nicht nur, dass man eben die direkten, sondern also gegen den Stunt geht, sondern auch mit dem Stunt. Das ist der Weg zwar ein bisschen weiter, aber es ist auch eine Sache, die dann grundlegend nicht unbedingt sofort antizipiert wird. Der Grund hierfür, dass man eventuell eine Slide Protection zu einer Seite erwartet. Zum Beispiel in dem Fall Running Back auf der Seite. Die spielen Slide, Field Slide und dann wird das Ganze hier rausfächern. Und so kann man eben genauso gegen dieses Fächern gegenarbeiten und versuchen, dem Offensive Liner auch seine Protection so schwer wie möglich zu machen an der Stelle. Und da, wo der Running Back halt supportet, so wenig wie möglich direkt im Play zu haben. Also, dass man da die schwache Seite, die man wirklich, wo die einzelnen Situationen sind, durch die Stunts und den Blitz halt vor allen Dingen ausnutzt. Genauso möglich, dass man eben nicht nur direkte Blitze auf der Seite oder mit oder gegen den Stunt läuft, sondern auch genauso, dass man von der Wayside kommt quasi und dann auch wirklich einmal Cross-Center geht, weil die Protections sehr oft so ausgelegt sind, dass sie halt auf einer halben Seite irgendwie agieren und dann auch genau sich dort absprechen und die Backside nicht so wirklich auf dem Zettel haben. Und wenn der Nose hier erstmal im Kontakt ist, in seinem Block ist, in seiner Protection ist, dann den nächsten Menschen auch schwer kommunizieren, sehen und auch abfangen kann. Also in dem Fall von der Away-Side, die Away-Side anzugreifen als Linebacker ist oder als im Scheme, ist auch sehr sinnvoll. Dann kann man genauso die Pressures, die wir schon besprochen haben, in den Pass-Stunts zum Beispiel, wie zum Beispiel den Outside-In-Pressure, genauso reproduzieren, obwohl man in einer anderen Front ist. Und dann eben, obwohl man eine Dreier-Front läuft, die in eine Vierer-Pressure laufen, mit einem bestimmten Stunt in Kombination, den man für die Situation vielleicht für angebracht hält oder für produktiver hält. In dem Fall halt einen klaren Pass-Stunt. Man lässt den Linebacker hochcreepen und kann genauso die Stunts reproduzieren, die vielleicht in der Vierer-Front gespielt werden. Oder da effektiver sein können. Es ist dadurch in dem System wie ein Blitz, weil man ja einen bringt. Aber im Endeffekt reicht das ganze Ding einfach nur unter Pressure Defense zu sehen. Also wirklich nur, okay, ich brauche Druck drauf und das ist eine Form an Pressure, ohne dass ich vier Linemen habe, ohne dass ich in einem System bin, das vier Linemen hat. Eine weitere Möglichkeit, auch haben wir auch schon besprochen in den Stunts, ist ein Inside-Out, wo der Linebacker hochcreept und dann sogar mit Anlauf oder mit einem guten Timing eben die Pressure aufbauen kann. Und dann muss man sich eben entscheiden, möchte ich diesen zweiten Loop wirklich machen? Ist das in dem Fall notwendig? Ist von der Coverage notwendig, von dem Backfield, was ich da stehen habe, von der Formation? Und dann entsprechend genauso das Ding auszuführen, wie jetzt, wenn da vier Linemen stehen würden. Nur, dass man eben jetzt einen wesentlich agileren Menschen hat und dann vielleicht sogar noch einen Vorteil darauf. Vielleicht einen Vorteil von der Dreierfront, trotzdem dieselben Stunts zu laufen, aber man hat eben noch wesentlich agilere Menschen, die hier plötzlich von innen nach außen, um sich den Contain wiederzuholen. Also ein gutes Mittel, das einzusetzen. Wenn ich jetzt Foreman Pressures nochmal in Richtung Coverages denke, was ist denn da möglich? Dann habe ich mein Game of Numbers. Ich zähle also durch, muss meine fünf Leute verteidigen, habe jetzt sieben Defender noch übrig, nachdem ich vier Mann in der Pressure habe. Also kann ich immer noch eine Cover 4 laufen, also 4 Deep 3 Under, sieben Leute, super. Cover 3, 3 Deep 4 Under läuft auch. Und eine Cover 2 mit 2 Deep und 5 Under läuft auch noch. Also ich kann damit ganz normal mit einer Foreman Pressure die normalen Zone Coverages spielen, die wir auch schon besprochen haben in pass defensiven Konzepten. Man Coverage könnte ich sogar in der Theorie zwei Double Coverages laufen, weil ich noch sieben Leute übrig habe.
Man muss natürlich dann betrachten, okay, passt das noch mit den Run Responsibilities, die ich jetzt habe? Funktioniert das? Ich könnte genauso noch einen One-Man-Free laufen und hätte sogar noch einen Linebacker offen, um eine Spy vielleicht auf einen Quarterback, wenn der gut ist, zu laufen, wenn ich nur eine Vier-Mann-Pressure laufe. Auf jeden Fall auch hier möglich und auch nur hier möglich wäre eine Cover-Two-Man. Ja, sobald man jetzt mit mehr Leuten anfängt, eine Pressure zu laufen, ist das nicht mehr fürs ganze Feld einfach machbar. Man muss dann auf jeden Fall andere Konzepte zur Hilfe nehmen. Five-Man-Pressures. Auch hier, es gibt bestimmte Grundkonzepte, die von sich aus schon eine Fünf-Mann-Pressure darstellen, wie zum Beispiel die Bare Front. Von hier bin ich wenn ich nur die Front hinstelle, schon in der Lage oder in der Situation, dass ich eine Five-Man-Pressure laufe. Ausnahmen wären zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Linebacker Zone, einen Defense End zum Beispiel Zone droppen würde oder einen Inside Lineman Zone droppen würde. Darauf werde ich im nächsten Talk drauf eingehen, nochmal detailliert. Aber hier auf jeden Fall 1-zu-1-Situation. Ich habe die Pressure schon durch meine Front erzeugt, ohne dass ich Linebacker in irgendeiner Form blitzen lassen musste. Ich bin einfach in eine andere Personalgruppe gegangen, um diesen Druck zu erzeugen von Five-Man-Pressure. Aber es hat auf jeden Fall auch die Folgen, die eine Five-Man-Pressure, ob ich nur eine Vierer-Front spiele und einen blitzen lasse oder eine Dreier-Front und zwei blitzen lasse, selben Folgen für die Coverage wie, als wenn ich eine Bare-Front hinstelle. Man kann das auch noch ein bisschen, ja, noch mehr Pressure aufbauen in der Theorie, indem man anfängt noch, okay, den letzten Lineman ziehen lasse ich auch noch nach innen ziehen. Dadurch habe ich nicht nur 5 gegen 5 in der Mitte, sondern ich habe sogar noch alle Inside Gaps gespielt und kann dann eben genauso kompensieren, indem ich einen Outside Loop laufe, falls eine deutliche Passsituation gesehen wird, sodass ich dann eben entsprechend mein Contain mir wiederholen kann auf der Seite. Aber nur eine Möglichkeit, um trotzdem dieselben 5 Mann den Bär vorne zu stellen, aber trotzdem nochmal die Pressure zu erhöhen, die man eigentlich sowieso schon aufgestellt hat. Wenn ich jetzt Richtung Blitze denke, dann gibt es zwei, drei Konzepte, die ich einmal durchgehen möchte. Das erste wäre, wenn ich Lineman versuche zu isolieren. Und als Beispiel hier eine Dreier-Front, die nach außen stuntet und ich dann zwei Linebacker an einem Lineman versuche, ohne zu kreuzen, durch ein Gap zu gehen. Hier ist es wichtig, dass man versteht, was hier passiert. Man backt wieder auf der Seite. Selbst wenn ich eine Man Protection habe, bin ich hier sowieso mit dem Center und mit dem Tackle auf den zwei Linemen. Wenn ich hier eine Zone Protection habe, dann wird er zwar hier langfächern, aber er wird ihn auf jeden Fall noch spielen wollen. Hier ist es wichtig, dass der Tackle so skinny wie möglich bleibt an dem Center. Warum ist das wichtig? Weil das Ziel von den zwei Linebackern, wenn sie jetzt wirklich durch ihre Gaps gehen, das ist, diesen einen Guard hier zu isolieren. Und zwar insofern, dass er sich am Ende entscheiden muss, um durch ein Gap zu gehen. Einen Linebacker zu blocken. In der Protection. Und dann ist es wichtig, dass beide so skinny wie möglich an den Tackeln oder am Guard Center bleiben, wo ein Defender schon dran ist. Also ein Defense-Liner-Spieler in dem Fall. Warum? Weil die schon beschäftigt sind. Der Guard kann jetzt auf jeden Fall helfen. Er könnte auch theoretisch die Hände an beide kriegen, wenn sie zu skinny an ihm sind. Wenn jetzt aber die so skinny wie möglich an dem Center und dem Tackle sind, dann wird es äußerst schwer für den Guard überhaupt, also die Hände ranzukriegen. Er muss sich zu einer Seite bewegen. Und im Zweifel ist der zweite dann auf jeden Fall wieder offen. Alles X's und O's, aber so ist die Wahrscheinlichkeit, dass da einer durchkommt, am höchsten. Man versucht zwar immer das Gap zu blitzen und so skinny wie möglich zu werden, aber in dem Fall versucht man auf jeden Fall so skinny wie möglich an dem Lineman zu bleiben auch, damit der Guard sich entscheiden muss, damit der zweite Mann eine höhere Chance bekommt. Im Gegensatz dazu, wenn die jetzt auch noch kreuzen würden, gibt es genauso, dass man die Linebacker kreuzen lässt, dann ist das wieder der Mann, der direkt gespielt wird, weil sobald der erste da längs geht, wird der Guard engagen und auch versuchen, den Block zu setzen in der Protection. Das heißt, der zweite versucht jetzt so skinny wie möglich an dem nächsten Block zu sein, an dem er vorbeikommt. Und das ist in dem Fall der Guard. Also hier wieder selbe Regel. Da ist einer im Kontakt, der zweite kommt rein. Also versuche ich so skinny wie möglich an dem Menschen zu bleiben, der da ist. Besonderfall, wenn man da kreuzt. Das ist hier der Sonderfall. Wenn man jetzt wirklich das offene Gap angreift, wie in dem Beispiel davor, ist es eben genau nicht so. Jetzt müssen nämlich, wer hilft mir denn diesem Guard bei dem zweiten Menschen? Weil der wird ja gerade überladen dadurch. Und das ist dann die Komplexität, die hinzukommt. Dadurch wird es eben wesentlich schwerer. Auch hier wieder ist es essentiell, dass dieser Mensch hier wirklich skinny bleibt und es ist essentiell, dass der End wirklich upfield rusht. Der muss jetzt nicht außen gehen, wie der Pfeil es zeigt, aber upfield rusht, damit der Tackle auch wirklich hochgeht.
damit insgesamt alles möglich ist. Ein Defense-Liner sollte nie durch den Stunt irgendwie versuchen, die Lücke aufzureißen, also sprich Menschen aktiv mitzunehmen. Er sollte genauso versuchen, selber ins Backfield zu kommen, aber in dem Fall ist es genauso wichtig, dass er halt auch versucht, skinny zu bleiben. Ein weiteres Beispiel für eine 5-Man-Pressure aus einer Viererfront, einfacher Full-Slant von der ganzen Line. Haben wir bei Run-Stunts auch schon bei Pass-Stunts drüber gesprochen. Und dann kommt eben noch ein Linebacker aus der Edge, von der Edge, dass wir auch wirklich dann den Contain automatisch schon wieder bekommen. Man isoliert hier auch wieder diesen Tackle, genau wie wir es vorher hatten. Es ist einer dran, so skinny wie möglich bleiben. Das kann ich mir in dem Fall auch erlauben. Aber man muss einem hier immer bewusst sein, und deswegen hält ich im nächsten Talk noch mal ein bisschen detaillierter darüber, dass wir hier einen Edge Rusher haben und dass wir einen Linebacker in eine Position packen, die er normalerweise nicht so häufig hat. Wenn er durch die Mitte blitzen würde, wäre das nicht so schlimm, weil in der Mitte theoretisch nur direkte Plays, vielleicht auch nochmal ein Fold oder ein Pulling Lineman kommt, aber wenn man blitzt, ist man da zu großen Teilen sowieso nicht fähig zu reagieren. Aber an der Edge kann halt wesentlich mehr passieren. Da kann ein Downblock vom Tackle sowieso passieren, zum Beispiel für eine Option, für einen Counter, für einen Power. Das sind alles Spielzüge, auf die müsste er theoretisch vorbereitet sein. Genauso kann in der Protection da auch mehr passieren, als wenn er direkt durch die Mitte blitzt. Insofern muss einem das bewusst sein, wenn man da Edge Rusher ist, wie und wann und wo man das machen möchte. Und deswegen werde ich da detailliert nochmal drauf eingehen im nächsten Talk. Einfache 5-Mann-Pressure, direkter Blitz durch die Mitte, ist nicht so erfolgreich, wie man vielleicht denkt. Desto gleicher das Level wird von den Athleten, die da auf dem Feld stehen, desto weniger erfolgreich wird das Ganze sein. Es wird auch sehr einfach sein, einen solchen direkten Blitz durch einfache taktische Mittel, wie zum Beispiel sehr enge Linesplits der Offensive Line, von Grund her schon schwer zu machen. Wenn sowas erfolgreich ist, dann ist entweder ein sehr, sehr guter Spieler auf dem Feld und der deklassiert irgendwie die Offensive Line gerade, oder taktisch wurde nicht versucht, darauf einzugreifen. Da muss man sich immer bewusst sein, wenn das taktisch möglich ist, das ausnutzen zu nutzen, sollte man das tun. Wenn nicht, sollte man auf jeden Fall Variationen suchen, die zum Beispiel den Linebacker und den End kreuzen lassen. Hier sind auch Terminologie unheimlich wichtig, dass man da auf einem Zettel ist, dass man das gut kommunizieren kann, gut und einfach kommunizieren kann, was man jetzt von den Spielern will, weil sowas führt dann auch ganz schnell zu Verwirrung, wenn man nicht eine klare Terminologie hat. Insofern hier unbedingt ein ganz wichtiger Punkt bei Pressures, auch darauf zu achten, dass man da eine klare, eindeutige Terminologie hat. Five-Man-Pressures, was ist denn da alles noch möglich? Game of Numbers, jetzt habe ich nur noch 6 Defender übrig. Ich kann immer noch eine Cover 2 spielen, da muss mir immer klar sein, dass ich zum Beispiel meinen Whole Defender verliere. Viele machen das gerne, in der Cover 2 den Mike noch blitzen zu lassen. Was ich da nicht machen kann, ist den Outside Linebacker blitzen zu lassen, weil dann fehlt mir mein Jam auf die Nummer 2, dann fehlt meine Wall-Technik, dann kann ich viele Sachen so nicht mehr durchführen. Gegen 20 Personnel kann ich sowas wie Cover 6 oder Cover 31 noch überlegen. Im Detail erklärt in meinem Talk über Pass-Defense-Konzepte, da kann man auch nochmal reingucken und sich dann das in Kombination auch nochmal anschauen. Man-Coverage, Double-Coverage ist auf jeden Fall noch auf einer Seite möglich mit 6 Defendern. 5 für meine 5 Leute, die ich man-covern muss, einer übrig, der irgendwo in eine Double-Coverage gehen kann. Ich kann genauso noch One-Man-Free spielen. Im Gegensatz zu 4-Man-Pressure kann ich aber kein Spy mehr einsetzen. Ich könnte Double-Coverage einsetzen, wenn die Run-Responsibilities gehalten werden und ich das Peel-Konzept benutze, das ich in meiner letzten Serie schon angerissen habe. Ich könnte sogar noch eine Cover-2-Man laufen in der Theorie. Auch hier nur dann, wenn ich ein Peel-Konzept laufe und meine Run-Responsibilities eingehalten werden können in dem System, was ich denn da für mich aufgestellt habe. 3-4 ist das Sinnigste an der Stelle, zu hoher Wahrscheinlichkeit mit den jeweiligen Run-Reads, die dazugehören. Gehen wir weiter. Six-Man-Pressures, also wirklich 6 Mann in der Pressure. Das ist jetzt zwangsläufig, egal was man hat, immer noch mit Blitzen verbunden. Ob es nur aus einer Dreierline ist und man dann eben direkte oder indirekte solche kreuzenden Stunts und Blitze ausführt. Genau hier dasselbe wie vorher auch. Dieselben Konzepte, die vorher auch gegelten haben, muss man hier auch wieder betrachten. Will ich einen Guard isolieren? Oder kreuze ich irgendwo? In dem Fall will ich ja hier kreuzen und deswegen den Menschen so skinny spielen, den hier auch, weil ich an dem kreuze und den dann isolieren, dass er sich entscheiden muss. Das kann genauso wie vorher auch. Nur weil ich hier jetzt einen extra in 6-Mann-Pressure setze,
muss ich hier, wenn ich kreuze, trotzdem den Regeln folgen, die wir uns selbst aufgelegt haben. Nämlich, wenn einer im Kontakt ist, muss ich da skinny bleiben, damit ich diesen einen Mann challenge, der schon im Kontakt ist. Covered, uncovered lineman ist da das Stichwort. Kann ich genauso aus der 3-4 laufen, nicht nur 3-3. Da bin ich schon bei 6 Mann. Auf jeden Fall, dass ich dann auch wieder einen Edge Rusher erzeuge mit den direkten Blitzen. Ob ich das wieder machen möchte oder nicht, muss mir bewusst sein, weil zum Beispiel dieser Guard in dem Fall den direkten Blitz eine Meile lang kommen sehen wird. Und ich hier wieder einen Edge Player habe, der eigentlich natürlich kein Edge Player ist, wenn wir ein ganz normales Spielsystem einstellen. Auch hier das Skippen von mehreren Gaps wird sehr wahrscheinlich erfolgreicher sein. Wenn man jetzt anfängt mit 6 Mann Pressure zu laufen, zum Beispiel gegen bestimmte Personalgruppen, weil man denkt, okay, viel Lauf, da muss auch viel passieren, dann muss einem aber auch klar sein, dass man dann irgendwo einen weiteren Defender in der Coverage braucht, der aus der Coverage eben zum Run Defender wird, weil ich durch die Personalgruppe schon so viele vorne habe. Und dadurch muss er sich dann auch in die Box bewegen, weil aus 14 Meter kann ich keinen Running Back covern. Auch nur ein Beispiel weiter für 4-3-Systeme. In dem Fall, wie man das Ganze mit direkten Blitzen macht. In dem Fall, ganz wichtig, hier lasse ich den Outside Linebacker offen. Ich bin automatisch mit 6 Mann in der Cover Zero. Da lässt sich einfach nicht mehr so viel machen. Ein paar Sachen kann man dann noch variieren, aber nicht zu viele. Und dem Linebacker, der jetzt den letzten Back covert, der dann noch im Backfield steht, dem muss bewusst sein, dass wenn der Back jetzt zum Beispiel eben zur anderen Seite in Swing läuft, dass er nicht auf seinem natürlichen Spot da draußen stehen bleiben muss. Er muss hochcreepen, sodass er zu beiden Seiten eben diesen Running Back verteidigen kann. Was ist daraus noch möglich? Ich habe jetzt nur 5 Defender. Theoretisch müsste ich, also viele haben auch den Grundgedanken Cover Zero muss jetzt gemacht werden, ist aber nicht so. Ich kann theoretisch noch Too-High-Konzepte, also alle Too-High-Konzepte laufen, aber nur bei 20 Personal und nur dann, wenn ich wirklich die Edge-Rusher peelen lasse. Ich kann immer noch eine Double-Coverage laufen, aber eben auch wieder nur bei 20 Personal und mit Peel. Ich könnte sogar theoretisch eine One-Man-Free laufen. Man muss sich aber immer bewusst sein, wer läuft da die Edge und man kann die Seite, über die der Running Back jetzt seinen Swing zum Beispiel läuft, nicht sich aussuchen. Das heißt, im Zweifel wird das der End covern müssen. Genauso bei One Man Free on Peel kann man sich das auch nicht aussuchen, wer da über die Ecke kommt. Genauso ist es aber auch wichtig, dass wenn man das dann macht und das 20 Personal auf dem Feld steht, dass man dann sicherstellt, dass eben nicht daraus geschiftet wird von der Offense. Und dann hat man wieder eine andere Herausforderung, vor der man steht, auf die man dann reagieren muss an der Stelle. Insofern, Cover Zero macht schon Sinn. Es gibt aber Variationen, die man laufen kann. Im Detail erklärt in meinen anderen Talks über die Pass-Defense-Konzepte. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinschauen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Moin Moin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es das getan hat und ihr seid noch nicht subscribed und habt nicht abonniert, dann macht das doch bitte einmal ganz kurz. Da unten rechts unter dem Video könnt ihr das machen. Vielen Dank dafür, sowieso für alle Subscriber. Ich bin mega dankbar. Ich freue mich über jedes Kommentar und freue mich auch, die dann auch immer beantworten zu können. Insbesondere möchte ich noch meinen Patreons danken, die mich dann noch darüber hinaus sogar noch weiter unterstützen. Vielen Dank!